So, nach dem 5:0-Testsieg hier bei den Sportfreunden Lotte, Noel Niemann. Wie war es heute das Spiel für dich nach den ersten intensiven Trainingstagen? Ja, erstmal waren wir natürlich alle ein bisschen platt, weil die Woche schon sehr anstrengend war, so nach dem Urlaub. Aber ja, ich glaube, es ging darum, erstmal wieder Spaß zu haben, so ein paar Sachen, die wir die Woche gemacht haben, umzusetzen. Also der Trainer wollte gar nicht zu viel von uns sehen. Und ja, die Aufgabe zu machen, zu gewinnen, haben wir geschafft. Und ja, jetzt geht's weiter. Du hast gerade schon gesagt, der Trainer hat von euch erwartet, dass ihr heute den Sieg mit nach Hause holt. Sonst hat er nichts euch vorgegeben? Doch, ein paar Kleinigkeiten, die wir die Woche einfach im Training gemacht haben. Wir haben pro Woche immer so ein paar Trainingsblöcke. Und da legt dann auch in dem Testspiel am Ende der Woche Wert drauf. Und das war nicht allzu viel heute, sondern eher Spiel mit Ball. Und das haben wir dann, finde ich, ganz gut gemacht, wenn wir 5:0 gewinnen. Absolut. Lass uns mal eben gib uns mal einen Einblick über die ersten Trainingstage, auch mit den neuen Jungs, neue Mannschaft, neue Spieler dazugekommen. Wie war es so, der Zusammenhalt auf dem Platz? Ja, also ich finde, wir verstehen uns alle gut. Bei uns ist ja eh nie, glaube ich, so das große Problem, Neuzugänge aufzunehmen. Ich glaube, wir binden die ganz gut ein. Ich glaube, die Jungs haben auch Spaß. Wie gesagt, sind alle mega nett. Ich glaube auch nicht, dass da einer direkt kommt und sich irgendwie blöd stellt. Aber nee, sind alle cool. Und ich glaube, das wird wieder eine ganz geile Truppe auf jeden Fall. Und wie intensiv war es? Lass uns mal. Wie intensiv war es? Schon sehr, muss man sagen. Wir haben viel gemacht, aber die Trainer auch mit den Physios legen dann schon auch Wert darauf, dass wir genug Regeneration haben, jetzt auch vor dem Spiel. Deswegen war es jetzt nicht so, dass wir alle dachten, wir sterben heute, sondern es ging ganz gut. Aber ich glaube, es wird auch noch mal ein bisschen anstrengender die nächsten Wochen.